Günther, du warst doch gestern auch auf der Party. Wie hat's dir denn gefallen? Super Party, gute Stimmung. Echt super. Du hast doch schön getanzt, oder? Sehr viel getanzt. Mensch, wunderbar. Nun bin ich heute müde. So soll es sein. Gut, was sagst du denn zu der ganzen Veranstaltung hier? Ja, ganz hervorragend. Ich bin schon viel unterwegs gewesen, aber hier ist eins A, muss man sagen. Sehr gut. Erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend. Aus meiner Jugend? Ja, gibt's da was? Nee. Also in Sachen Skifahren bemerkenswert. In Ruhpolding angefangen, ja. So mit 6-7 Jahren, in Lederschuhen zum Schnüren, mit der ganz klassischen Bindung nach vorne, Hebel umlegen, mit Fersenriemen. Ja. Alter Sack 51. Helga, was ist denn deine Meinung hier zu dem Ganzen? Grau, hart, chill. Sie meinen die Carabinieri. Wie war es gestern? Gestern bin ich nicht gefahren, bei der Party, aber. Der Sportball war. Sehr unterhaltsam. Das meine ich auch. Ja. War eine tolle Veranstaltung. Jetzt müssen wir unseren Skilehrer noch mal fragen, was er denn gestern von der Veranstaltung hielt. Von der Veranstaltung? Großartig! Ja? War das, ja. Und? Großartig. Charlie, hast du auch schön getanzt? Ja, wie immer getanzt. Oh. Deswegen sind wir heute so locker. Charlie, ja. Weil wir gestern viel getanzt haben. Da hinterher würde in Österreich sagen, das war Berig. Ey. Berig, genau, sagen wir. Also wir wollten den Christian gerade bitten, dass er einen Schwank aus seiner Jugend erzählt, aber er geht nicht darauf ein. Aus meiner Jugend, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Wir waren zu dritt in einem Bett, bis ich 10 war. Aha. In einem Zimmer geschlafen von 30 Quadratmeter. Das Aha. Klo war draußen. Mein Opa so. Kam aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem Fuß, Aha. mit einem Bein. Oh. Ich war der glücklichste Junge, den man sich vorstellen kann. Siehst du, das hat ja doch noch geklappt mit deinem Schwank, ja. weil sonst hätten Günther ja. und ich uns überlegen. Und jetzt sitze ich hier mit Günther, Lothar, und Charlie. Einer jungen Dame. Ja, ja. Und mir geht's gut. Hallo. Bei mir gibt's auch Grenzen. Wie war dein Name? Jacqueline. Jacqueline. Ja, aha. So, jetzt haben wir sie auch. Okay.
Wenn die zu mir sagt, sag mir doch, dass ich schön bin, dann sag ich, kein Anschluss mit dieser Nummer. Nee, weil... Dann fahren wir jetzt noch ein bisschen, ja? Genau.